Ja, hallo liebe Ina, grüß dich. Schön, dass wir heute wieder zusammenkommen. Grüß euch daheim oder wo auch immer ihr gerade uns zuhört. Grüß dich und liebe Grüße nach Innsbruck. Grüß dich, Peter, servus. Ja, wir haben ja heute wieder ein Thema, das ja immer wieder auch für andere ein Thema ist. So am besten, wie spreche ich am besten mit der Seele? Die Frage ist ja schon oft auftaucht. Also, wann das schon die Seele schon unser höchstes Gut ist, mehr oder weniger. Wie mache ich das am besten? Wie stelle ich da am besten Fragen? Da hast du sicher für uns die besten Antworten dazu oder Tipps dazu. Ja, ich arbeite seit 1,5 Jahrzehnten, arbeite ich hauptsächlich mit der Seele, hauptsächlich mit der menschlichen Seele, Seele im Körper oder manchmal auch, nein, nicht manchmal, ein Teil der Arbeit ist eine Seele außerhalb des Körpers, also sogenannte Geister. Okay. Und da hast du dann die Erfahrung gemacht, wie man am besten mit der Seele kommuniziert, oder? Genau, früher habe ich etwas naiv gedacht, dass die Seele nie Probleme hat, nichts braucht. Und bin aber dann draufgekommen, dass die Seele sehr wohl Probleme haben kann, und dass mir helfen kann. Und dann bin ich dazu gekommen, dass den Leuten, wo die Seele Probleme hat, sondern auch den Leuten zu helfen, wenn sie Probleme haben, mit ihrer Seele Kontakt aufnehmen, weil die Seele hat ein bisschen einen anderen Blickwinkel aufs Leben. Mit Okay. dem Verstand sind wir oft in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Mit dem Ego sind wir oft nur im unmittelbaren Bereich. Und die Seele hat einen super Überblick über das Leben. Und die hat auch einen Grund, warum sie in Knien ist. Das heißt, sie hat einen Plan in dem Leben. Das nennt man Berufung. Also die Okay. Seele hat wesentlich mehr Überblick als der Verstand oder als Ego. Und als die Emotionen. Und von daher ist es durchaus sinnvoll, mit der Seele zu reden und die Seele als Mögliche zu fragen. Okay, aber kann das nicht auch sein, dass die Seele einmal gar nicht mehr weiß, warum sie jetzt eigentlich da ist? Also sie weiß, grundsätzlich weiß sie es ja. Aber Ja. durch die ganzen Gegebenheiten da, durch dieses Tiefe und Dunkle, das es halt da so gibt, kann es ja sein, dass die Seele dann auch mal so gar nicht mehr Bescheid weiß, warum sie eigentlich da ist, oder? Eine Seele ist ein riesengroßes Licht, das sich seiner selbst voll bewusst ist. Und wenn das Licht sich verkleinern muss, um zu inkarnieren, dann geht dem Licht Selbstbewusstsein oder Selbstkompetenz oder das Licht geht ihr ab. Und Licht ist Erkenntnis und dann geht das Erkenntnis oder Bewusstsein fehlt ihr ab. Also manchmal können sich die Seelen erstaunlich Botschaft anstellen. Das ist eine Möglichkeit, wo man mit der Seele reden kann, damit man der Seele hilft, dass man ihr erklärt, dass sie da jetzt gerade festhängt. Und die andere Möglichkeit ist, dass man mit der Seele redet und eben sie fragt, was über die Zukunft, über das wohin, wozu. Auch da macht es Sinn, mit der Seele zu reden. Und wenn die Seele selber in deinem Körper, wenn es der Seele nicht gut geht, kann man ja natürlich nicht so viele Zukunftsfragen stellen, weil die ums Überleben kämpft. Also je besser es der Seele geht, desto eleganter kann sie einem durchs Leben helfen. Auch das, was ich selber mit der Seele mache. Ich habe halt festgestellt, desto öfter, dass ich mit meiner Seele gesprochen habe, desto mehr Freude hab ich erlebt hat, die Seele auch mit mir zu kommunizieren, weil sie sich gedacht hat, hey, da habe ich jetzt wirklich mal mit dem ich reden kann. So ungefähr. Also. Genau. Und wenn du die Seele bewusst ansprichst, wird die Seele auch bewusster. Also du wirst dir bewusster, was die Seele möchte und die Seele wird sich ihrer selbst bewusster, ihrer eigentlichen Aufgabe oder sie wacht auf und kriegt wieder einen Überblick über das Leben. Also es tut auch der Seele gut, wenn man mit ihr redet. Ja, schön. Ja, also vice versa, das ist für uns beide, also das ist für unser Kostüm gut und für die Seele selber auch, weil sie sich dann auch wieder selber mehr erinnert, wahrscheinlich auch, was ihre Aufgabe ist da, oder ihr Plan ist da. Genau, und wenn man sie fragt, dann tut sie sich auch leichter, einen durchs Leben zu führen. Weil die Seele neigt ja dazu, einen durchs Leben zu führen und zu sagen, du werd nicht Ingenieurin, sondern werd Kindergärtnerin. Oder werd nicht Kindergärtnerin, sondern werd Ingenieurin.
Und wir mit unserem Kopf sagen dann, nein, aber der Papa hat gesagt, und das ist kein Frauenberuf und das kann ich nicht, weil. Und je öfter wir die Seele ignorieren, desto mehr geht die Seele zusammen und wird kleiner und verhungert. Wir lassen sie am langen Ast verhungern. Und wenn wir dann mit ihr reden, dann wacht sie wieder auf und dann kann sie mit uns in Dialog gehen und dann kann sie das, was sie im Leben wollte, umsetzen und sich erinnern und dann ist es auch mehr. Nicht, dass man sich gegenseitig immer kleiner macht, sondern man hebt sich gegenseitig hoch und fördert sich. Ego fördert Seele, Seele fördert Ego. Und damit geht der Lebensweg ja leicht, wie geflutscht. Ja, das ist ja wie in Kommunikation mit Menschen. Wenn ich offen auf wem zugehe und respektvoll damit umgehe und Fragen stelle, dann werde ich genau das erfahren, wo wir beide im Endeffekt daran wachsen können. Und bei der Seele kommt das für mich auch so vor ungefähr. So ähnlich, genau. Nur, dass wenn man sich unterhält mit Menschen, kann man sich manchmal mit einem Depp unterhalten. Das stimmt, ja. Oder mit jemandem, der sich abgrenzt. Und die Seele ist meistens, nicht immer, aber meistens wesentlich, hat wesentlich eine höhere Schwingung und hat wesentlich mehr Überblick als das Ego. Das heißt, wenn ich mich mit der Seele unterhalte, unterhalte ich mich mit einer sehr kompetenten Instanz. Okay. Und grundsätzlich so aufgrund deiner Erfahrungen, was fragen die Leute die Seele so? Was kann man die Seele alles anfragen? Hauptsächlich meistens geht es um die Berufung. Okay. Wozu bin ich da? Wofür bin ich bestimmt? Was soll ich in 10 Jahren machen? Was für Ausbildung könnte ich machen? Was ist das, was mich wirklich erfüllt? Was ist das, was mich glücklich macht? Wo gehöre ich hin? Was ist wirklich meins? Also, und wenn ich mit der Seele kommuniziere und ich das Gefühl kriege, okay, das ist jetzt der Weg, dann wird mir auch die Seele in diesem Weg bestärken und begleiten und unterstützen, oder? Immer. Die arrangiert alles. Wenn ich mit der Seele zusammenarbeite, dann legt mir die Seele einen roten Teppich aus in mein Leben. Die arrangiert Zufälle ohne Ende. Ja, also mir ist das klar, ich darf ja das jetzt aufgrund dessen, dass wir uns jetzt schon länger kennen, das ja für mich auch schon so nutzen. Aber das ist das, was ich auch immer so Fragen kriege vielleicht. Und wie kann man mit dir jetzt wirklich so reden? Und ja, aus meiner Erfahrung ja, aber ich wollte es ja von dir, weil du bist ja da um Meilen voraus, was das betrifft. Und meine Erfahrung sagt mir auch, ich habe mit meiner Seele irgendwann so begonnen zu sagen, so liebe Seele, geh du einmal vor und ich gehe mit. Ja? Und sich auf diesen Weg einzulassen, das ist meines Erachtens das Faszinierendste überhaupt. Ja, weil die Seele führt dich. Seele, geh du vor, dann spürst du es aber auch, gell? Ja. Es ist nicht nur so, dass das eine Kopfgeschichte ist bei dir, sondern du kannst es auch, sagst es auch so, dass du es im Herzen fühlst. Genau. Ich gehe da rein und spüre es und sage so, und geh vor. Und ich gehe einfach mit, weil du kennst den Weg. Und dann passieren Sachen, die kann der Kopf nie erklären, warum das jetzt so ist. Das sind dann die sogenannten Wunder, die dann daherkommen. Die unglaublichsten Sachen passieren, ja? Ja. Weil das kann unser Verstand und unser Ego kann das nie so arrangieren, wie eine Seele die ist natürlich eingebunden in den Kosmos, die spannt den ganzen Kosmos ein und serviert uns da was und wir brauchen nur mehr sagen Danke. Ja, also meine Erfahrung ist ja so, das ist echt so faszinierend, das so erleben zu dürfen, wenn man mit der Seele kommuniziert, weil es wird einfach anders. Du brauchst nicht mehr großartig in Planungen eingehen oder sonst irgendwas, weil Planung ist ja sowieso nur, das will ja nur der Kopf, wie alles durchgestylt und geplant haben, aber die Seele weiß eh, was zu tun ist, die führt ja dann dorthin, wo jetzt genau die Menschen sind, dass die wieder dorthin bringen, dass der nächste Schritt wieder geht. Zufälle ohne Ende, ja. Ja. Synchronizitäten arrangiert die Seele, das ist überhaupt kein großes Thema. Kann man sagen auch, dass das... Ja, für uns noch.
kann man sagen, dass Synchronizitäten allgemein auch sehr darauf hinweisen, dass man sehr verbunden ist mit der Seele. Ja, mit der Seele und oder mit dem Kosmos. Weil Und auch dieses Doppelzahlen, 13.13 13 und 11.11 und 21.21, das ist dann ein Zeichen dafür, dass du gut verbunden bist. okay, dann bin ich heute in der Früh schon gut verbunden gewesen, weil ich bin um 7.07 Uhr munter geworden und dann habe ich gedacht, das ist mir noch zu bald. Und um 9.09 Uhr bin ich das zweite Mal munter geworden, dann bin ich aufgestanden. Ist irgendwie witzig, wenn du das anschaust. Aha, 7.07 Uhr, das ist mir noch zu bald. Also, das sind für mich aber wirklich auch solche Indizien, dass das dann wirklich auch so passiert. Und du kannst das fließen lassen und es ist alles gut, wie es ist. Und da sind wir schon bei der ersten Art, wie die Seele mit uns redet. Die Seele hat ja keinen Mund, keinen Kehlkopf. Das heißt, die Seele spricht über Zufälle mit uns oder über, wenn es läuft, wenn es leicht geht oder über gutes Gefühl im Herz oder über mehrere Synchronizitäten oder manchmal hast du eine innere Stimme. Es gibt verschiedene, oder manchmal schickt dir die Seele auch einen Traum. Also nicht jeder Traum ist von der Seele geschickt, manche sind einfach auch so Tagesstimmungen, Tagesereignisse verarbeiten, aber ein Traum, den dir die Seele schickt, und an den kann man sich üblicherweise nur Wochen nachher dran erinnern. Und da hat man dann das Bedürfnis, den Leuten zu erzählen, in der Hoffnung, dass dir irgendjemand diesen Traum deuten kann. Okay. Und erfahrungsgemäß gibt es, wie viel Leid gibt es oder ist es für jeden, dass er sich die Träume, dass er sich daran erinnert oder ist es eher nicht so oft der Fall? Das kann man ein bisschen trainieren, sich an Träume erinnern, indem man es, wenn man aufwacht, sich sofort aufschreibt. Eine halbe Minute später oder 10 Minuten später sind die weg. Okay. Wenn man träumt, sofort aufschreiben, dann übt man sich zu erinnern an Träume. Aber Träume, die die Seele schickt, an die erinnert sich, weil die beschäftigen dich Tage und Wochen lang. Okay. Das sind so wegweisende Träume. Das ist einfach eine Frage, die so für mich da ist. Könnte der Seele einfach, bevor er schlafen geht, den Auftrag geben, du sollst mir du heute einen Traum schicken oder irgendeine Botschaft durch einen Traum schicken, sei so lieb, lass mich hundertprozentig daran erinnern oder gib mir irgendeinen Impuls, dass das für mich nachvollziehbar wird oder so irgendwie. Das ist für mich der Standard. Wenn ich was brauche, bevor ich einschlafe, so gesehen habe, bitte brauche einen Hinweis zu dem Thema. Und normalerweise, also manchmal kriege ich einen Traum, aber normalerweise ist es so in dieser Phase, wo ich so am Aufwachen bin, wo ich nicht mehr ganz träume und noch nicht ganz wach bin, da kriege ich einen Satz oder ein Bild. Das ist für mich das Normale. Und je öfter man das macht, desto geübter ist man in der Zusammenarbeit mit der Seele. Okay. Also, so wie du jetzt sagst, desto geübter ist man. Das heißt, man kann richtig gehend üben mit der Seele, so wie man alles andere im Leben auch, weiß ich nicht, Muskeln trainieren kann und Ausdauer trainieren kann, um Marathons laufen, kann ich auch trainieren, üben, mit der Seele zu kommunizieren. Ja, und das ist absolut empfehlenswert, weil die Seele hat ja viel mehr Überblick im Leben. Das ist ja wesentlich intelligenter, sich von der Seele leiten zu lassen, als nur den kurzsichtigen Verstand zu benutzen. Also mit der Seele reden ist unbedingt zu empfehlen im Leben, weil alles viel, viel leichter geht, viel klarer wird. Und was war da für einen, der jetzt sich mit dem noch nicht beschäftigt hat? Was war für den ein guter Einstieg? Wir werden es jetzt gleich machen, nur zur Information vorher. Das Erste, was man macht, ist, man atmet und man lauscht auf sein Herz. Man kann die Seele im ganzen Körper spüren, aber vor allem im Herzen. Und für Anfänger ist es zu empfehlen, dass man der Seele Fragen stellt, wo die Seele mit Ja oder Nein antworten kann. Und dann macht man sie mit der eigenen Seele aus. Du, wenn du Ja meinst, positiv, förderlich, weiter so, dann gehst auf. Und wenn du Nein meinst, Seele,
Dann mach's gern. Weil das ist das, was sowieso das Bedürfnis der Seele ist. Wenn ich im richtigen Weg bin, strahlt die Seele, lacht die Seele, dann geht sie auch. Mhm. Und wenn ich nicht am richtigen Weg bin, wird es sowieso eng. Mhm. Das hat diesen Mechanismus, die Seele nutzt, und wenn sie du meinst, ja, ich frage dich was, ich frage dich Fragen, was du entweder ja oder nein sagen kannst. Und wenn du ja meinst, machst du so. Und wenn du nein dazu sagst, machst du so. Enger. Okay, ja. Das darf ich ja schon so leben auch und auch so ausführen, aber schön, dass du das auch für mich nochmal bestätigst, dass ich das ja richtig mache. Ah ja, gut, machen wir gleich? Ja, sehr gerne. Los. Also bequem hinsetzen, mit Genuss ausatmen. Der Schmäh ist, wenn man mit Genuss ausatmet, dann muss man gut einatmen. Mhm. Man braucht das Einatmen nicht achten, wenn man gut ausatmet. Mhm. Ja. Die Seele ist das Licht, das den ganzen Körperleben einhaut. Aber der Ort, das Wahrnehmungsorgan für die Seele, das erste Wahrnehmungsorgan ist das Herz. Manche spüren die Seele im Herz, manche spüren sie in der ganzen Brust, manche spüren sie in jeder Zelle. Und manche spüren sie bis in die Aura hinaus, die Seele. Mhm. So, und jetzt schlage ich vor, das Erste, was wir zur Seele sagen, ist: Hallo Seele. Hallo Seele. Und reagiert es schon in dir drinnen? Ja, es weitet sich schon. Ohne zu winken, spürt man es, dass das da ist, ja. So, und jetzt fragen wir die Seele gleich was, wo wir ein Ja drauf erwarten. Fragen wir mal die Seele: Seele, hast du Lust, mit mir zu reden? Seele, hast du Lust, mit mir zu reden? Ich sag's ja. Also bei mir ist das, wie wenn die Seele größer wird, aber relativ dicht bleibt. Manchmal gibt es Antworten, wo es so unendlich wird, und da jetzt ist es eher so größer und dichter, aber nicht ausufernd. Mhm. Wie ist es bei dir? Ja, es ist so da, ich spüre es da drin, es geht so auf, aber es geht jetzt nicht, weil normal spüre ich es ja wirklich dann außen ab. Bei mir geht es bis zu den Fingerspitzen, für ich, dass ich es nicht spüre. Ja? Also das hat sich bei mir die letzten Jahre so angeeignet, dass ich das bis zur Vierer spüre. Aber bei der Frage bleibt es da in dem Raum. Ja? Also wie ein kleines Ja wäre, oder? Ja, es ist ein Ja, und ich warte jetzt drauf. Also ich brauche noch nicht jetzt überschwänglich sein, ich warte jetzt. Was tun wir jetzt? So ungefähr. Ja. Jetzt machen wir dann den Vorschlag, tun wir die Seele eichen und sagen wir zur Seele: Die Seele, sei so nett und gib mir mal ein Nein. Ja, mir auch nicht sagen. Also das ist wirklich so, da geht nicht nur da drin, da zieht es mir allgemein zusammen. Mhm. Also geht wirklich so, vor allem die Brustkorb zieht sich direkt zusammen da. Ja. Mhm. Gut, Seele, gib mir wieder ein Ja, damit es da drin weiter wird. Mhm. Also es geht darum, dass man der Seele Fragen stellt, wo sie ein Ja oder Nein darauf antworten kann. Und es geht darum, einfach zu üben, kennenzulernen, Ja und Nein. Und das zu trainieren, damit man sich dann sicher ist. Und wenn man fängt damit an, dass man der Seele eher unwichtige Fragen stellt, ja, mhm. Und man kann der Seele dann später auch wichtige Fragen stellen, wenn man die Seele dann schon kennt, dann kann man sich darauf verlassen, was die Seele antwortet. Okay. Also es macht Sinn, mit unwichtigen Fragen zu beginnen. Mhm. Also zu beginnen, soll ich in Hans oder in Markus heiraten? Ja? Das wäre ungünstig, so zu beginnen. Mhm. Soll ich in Hans heiraten? Soll ich in Markus heiraten? Heiraten ist eine wichtige Sache.
Damit würde ich nicht beginnen. Ich würde zuerst mit Kleinigkeiten beginnen. Zuerst so Alltagsfragen eher stellen. Das ist ein Opfer oder eine Biernässenheit. Genau. Und jetzt kann es aber sein, dass die Seele, dass es der Seele egal ist, ob man Opfer oder Birne ist. Oder dass beides okay wäre oder dass beides falsch wäre. Ja? Genau für solche Fälle gilt es dann zu eben zu fragen, richtig zu fragen. Also wenn ich die Seele frage, Seele soll ich einen Apfel oder Birne essen, soll die Seele jetzt ja oder nein sagen. Das geht schlecht. Deswegen frage ich, Seele soll ich einen Apfel essen? Antwort abwarten und dann, oder soll ich Birne essen? Ja? Weil dann kann die Seele zwei verschiedene Antworten geben. Okay, das so, ist klar, ja. Ja? Jetzt fragen wir mal die Seele, was, was zum aktuellen Stand der Welt dazu passt, oder? Ja, absolut, ja. Weil heiraten, weiß ich nicht, ob jetzt angesagt ist, und Apfel oder Birne essen ist auch nicht so das große Thema jetzt. Fragen wir mal die Seele was. Das mit der Grippe-Epidemie, mit der derzeitigen, wird das gut ausgehen? Chemie, definitiv. Ja, und ich spüre die Seele bis ins Endlose sich ausdehnen. Ja, ich glaube, bei mir hat sich das so ausgedehnt. Also wirklich das Ingriffs die Hände so auseinandergehen, dass das bloß hat, was du da ausdehnen willst. Ja. Fragen wir mal die Seele. Seele, soll ich mich impfen lassen? Nein. Ja. Unabhängig davon, was der Kopf denkt, es könnte sein, dass der Kopf denkt, ja, vielleicht ist es doch ganz sinnvoll, ja? Weil wer weiß, dass ich mich ja nicht wieder anstecke. Ja? Oder es hat Vorteile, wenn ich mich impfen lasse. Egal, was der Kopf denkt, die Seele hat eine eigene Antwort. Und da ist es immer wichtig zu unterscheiden, was sagt der Kopf und was sagt die Seele. Und das sind, im Idealfall sind das zwei ähnliche Antworten. Wie weiß ich aber, ob der Kopf antwortet oder die Seele antwortet? Nur was bei mir jetzt war, bei mir, du hast es noch nicht einmal wirklich ausgesprochen gehabt, hat sich bei mir schon alles zusammengezogen gehabt. Und da habe ich noch nicht einmal denken können. Ah, ja. Weil ja? Deine Seele natürlich weiß, was ich fragen werde. Ja, genau. Weil die Seele kennt keine Vergangenheit und keine Zukunft und die kann sofort antworten, weil die spürt, was in meinem Kopf an Frage sich formuliert, bevor ich es ausspricht, hat deine Seele dann schon die Antwort. Genau. Also du hast begonnen mit der Frage und du warst noch nicht fertig, hat sie das bei mir schon aufgemacht oder beim Impfen zugemacht. Ja? Da hat der Kopf hätte ja nur zuhören müssen, bis du fertig bist und dann muss der Kopf anfangen, ja, was da jetzt? Aber da war ja, die Seele hat mir ja schon klar gesagt gehabt. Genau. Also man erkennt, dass die Seele antwortet, wenn es super schnell ist, die Antwort und wenn es keine Argumente für und wieder gibt. Ja, weil von der Seele gibt es ja kein Für und Wider. Da ist ja nur, da ist ja eh alles klar. Ist es lebensförderlich, dann macht es auf und ist es lebenshemmend, dann macht es zu. So, noch eine Frage. Es gibt ja jetzt dieses tolle Malaria-Medikament, das fast keine Nebenwirkungen hat, das Chloroquin. Und das ist ja auch etwas, mit dem man super diese heurige Grippewelle behandeln kann. Frag mal die Seele, was sagt dazu? Chloroquin nehmen, macht es Sinn? Bei mir war das jetzt eher neutral. Ja. Für mich war das völlig neutral. Sofort da. Nicht ausdenken, nicht zusammengezogen. Ja, bei mir war es ein bisschen kleiner werden. Also das ist es kann nicht sein, wenn die Antwort der Seele neutral ist, kann es entweder sein, dass ich sage, das ist mir wurscht, mach was du willst. Es schadet nicht und es ist nichts. Oder kann, dass man die Frage so stellt, nicht weiß, was sie antworten soll. Könnte es genauso sein. Also, dass durchaus möglich ist, ja, passt.
was würde ich da jetzt, wenn du das nimmst, schaut es da nicht. Und wenn du es da nicht nimmst, passiert da nichts. So ungefähr ist das für mich da. Ja, so noch, ja. Also wir kriegen ja Ja-Nein-Antworten über größer und kleiner werden der Seele. Mhm. Und irgendwann kriegen wir dann also mehr Informationen mit. Mhm. Dann ist es dem Ja und dem Nein, ist oft, steckt mehr drinnen an sowas wie eine Erklärung oder wie drumherum. Mhm. Ja. Wenn man mehr übt, dann kriegt man dann etwas ausführlichere Antworten als nur ein Ja, Nein. Mhm. Stimmt, ja. Aber anfangen tut man mit so Fragen, wo genau. Man ja oder nein. Aber im Laufe der Zeit kriegst du wirklich mehr mitgeliefert. Genau, ja. Über dieses Seele ausdehnen kommt Information mit herein. Und die ist nicht Wort für Wort. Manchmal sind es Bilder, manchmal sind ich empfinde es eher als hellwissend. Ich weiß dann Dinge einfach. Mhm. Ohne dass ich sagen kann, warum, aber mir ist dann klar, warum es wie die Antwort ist. Das ist bei mir ähnlich. Also da sind oft Sachen da, die weiß ich, dass das so ist. Ich kann es nicht erklären, warum das so ist. Es ist einfach da. Und es bestätigt sich auch immer wieder, dass das, was da war, völlig richtig war. Wir üben mit dem Seelefragen, üben wir die Hellfühligkeit. Mhm. Und dann geht Hellwissen und Hellsichtigkeit und Hellhörigkeit geht dann damit einher. Manchmal habe ich auch so, wie wenn ich es fast hören würde, was die Seele dazu für einen Kommentar gibt. Mhm. Jetzt fragen wir die Seele gleich weiter, konzentrieren uns nochmal aufs Herz und fragen die Seele, du Seele, was meinst du, soll ich so eine Petition unterschreiben, soll ich mich engagieren, dass wir nicht geimpft werden? Soll ich mich engagieren gegen das Impfen? Also für mich kommt ein Nein, für mich zieht es jetzt an. Also es ist nicht wichtig. Genau, für mich ist es auch nicht ein totales Engmachen, so um Gottes Willen Katastrophe, sondern naja, eher Nein. Hm. Es wird ein bisschen kleiner, das Licht da drinnen, ja. Aber es ist so auf die Art, das braucht es nicht. Genau, ja. Hm. Und wir können uns jetzt über diese Reaktion der Seele können wir uns so gut unterhalten, weil wir schon kennen. Mhm, schon klar. Und damit kriegen wir differenzierte Antwort zu der Seele. Das heißt, der Schmäh ist üben, üben, üben. Ja, definitiv. Ja. Also ja, und wenn man das wirklich so in seinen Alltag einfließen lässt, dann kriegst du Antworten, die sind einfach da. Oft brauche ich gar nicht mehr reden damit. Ich brauche gar nicht mehr sagen, so, was sagst du jetzt dazu oder so, oder sagen wir es, weil es einfach sowieso passiert. Weil einfach meines Erachtens dann so ein gegenseitiges Vertrauen da ist. Aha, jetzt tun wir eh was miteinander. Jetzt haben wir ja nicht mehr, jetzt haben wir uns ja erkannt gegenseitig und jetzt tun wir was miteinander. So ist das für mich. Und es wird dann so wie zu einer Standleitung, die eigentlich ständig, wo ständig ein bisschen Information läuft. Ja. Standleitung ist gut, das, ja. Ja. Ein Lichtwellenleiter ist das. Ja, ja. Und es gibt ja so Situationen, wo zum Beispiel, jetzt lerne ich jemanden kennen, dann ist zum Überlegen, ob ich nicht übersiedel. Wenn ich aber zu dem hinziehe, zu den Menschen, muss ich vielleicht mir ein Auto kaufen, obwohl ich vorher keins habe, oder könnte das Auto verkaufen. Ja? Soll ich zu den Menschen hinziehen, soll ich übersiedeln, soll ich mir ein Auto kaufen? Da kann ich dann, wenn es da so um wirklich wichtige Sachen geht, kann ich dann diese Fragen der Reihe nach stellen, kriege eine Antwort. Mhm. Oder wenn ich an das Thema denke, wenn ich mit meiner Seele schon geübt bin, wenn ich an das Thema denke, mache es von Haus aus. Ohne dass ich jetzt explizit eine Frage stelle, mache es von Haus aus schon auf oder zu. Oder immer wenn ich daran denke, dann passieren günstige Zufälle oder es geht leicht. Mhm. Wenn ich in der Richtung irgendwie Initiative ergreife, dann fügt es sich von selber. Mhm. Oder es kommt, taucht auch Schwierigkeiten auf der anderen auf. Mhm. Kann es ja sein, dass Gänsehaut auch ein Indiz dafür ist?
Das da meinst du, wenn sie die Haare aufstellt? Ja. Und den Rücken runter. Ja, genau. Uhuha. Genau. Das ist auch so ein Zeichen, ja. Ja, okay. Weil das habe ich sehr oft. Das ist für mich wirklich oft so ein Indiz. Ich führe ein Gespräch und dann ist da eine Aussage da, boah, genau, die triggert mich voll an, weiß genau, das ist das, wo man weiter tut. Genau. Und wenn was so zart geht und so, und da noch und da noch und das noch wissen, dann beschäftige ich mich gar nicht mehr damit. Ich habe einen Turnpartner, der wirklich nichts von das Eso-Zeug und das Spirituelle, das interessiert ihn alles nicht. Aber der sagt immer, es muss einfach gehen. Weil wenn es nicht einfach geht, dann lasse ich die Finger davon, weil es nicht das Richtige ist. Das ist sehr wahr, ja. Und das ist das, was über das wir gerade reden, in sehr einfache Worte übersetzt. Nicht mit Kopf durch die Wand. Aber es gibt eben die Möglichkeit, wirklich zu üben, mit der eigenen Seele zu reden, damit man auch differenziertere Fragen stellen kann oder auch mal so Zukunftsfragen. Ich finde es wichtig, gerade jetzt in der Zeit, wo alle so verunsichert sind, ist es wirklich erleichternd, mit der Seele zu kommunizieren und zu sagen, du, soll ich mir jetzt noch einen Kredit aufnehmen? Oder wie tue ich jetzt mit der Firma? Sperre ich sie zu oder nicht? Oder soll ich die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken? Oder da weiß die Seele wesentlich besser Bescheid. Weil die Seele eben Zukunft sieht oder um die Zukunft weiß oder weiß, was für mich in Zukunft richtig ist. Also, das heißt im Grunde genommen, dass man die Seele mal um seine eigenen Belange fragt. Ja, was ist für mich wichtig? Ist es auch möglich, dass man die Seele darüber hinaus, über andere Menschen oder so irgendwas darüber hinaus auch Antworten kriegt oder macht das keinen Sinn? Naja, zu mir kommen Leute, die mit ihrer Seele Probleme haben. Da rede ich mit deren Seele und hilf den Ja. Klienten, dass sie mit ihrer Seele reden. Aber sonst, ich würde mich, als Privatperson würde ich mich nicht in andere Leben einmischen. Was aber sehr wohl Sinn macht, ist jetzt in der Phase, wo wir jetzt in so einer riesigen gesellschaftlichen Umstellung sind, da jetzt über die Zukunft zu fragen. Jetzt könnte man gleich die Seele fragen, was die Zukunft auf der Erde betrifft. Machen wir das gleich? Das würde ich gern, aber Ja? nur kurze Zwischenfrage, weil das gerade so hochpoppt ist bei mir und das bei mir jetzt nicht. Das war für mich so ein Thema, dass wir bei einer der nächsten Episoden uns solche Sachen anschauen, so ganz konkrete. Und da sind wir sicher auch sehr dankbar, wenn irgendwer eine Frage hat, dass man uns das dann so kollektiv anschaut. So, Aus Fragen Seelensicht. zur Zukunft oder so? Ja, genau. Zu bestimmten Ereignissen, die einfach aus einer anderen Dimension, aus der Seelensicht eben anzusehen. Ja, wenn sich was ergibt. Ja, Mit okay. Leuten, Das war die jetzt nur. ja. Aber jetzt so die Zukunftsaussicht, die ich glaube, interessiert absolut an jeden. Und dass wir uns das einfach anschauen, hast du da konkret in der. Ich überlege gerade eine gute Frage, die viele Leute interessiert. Für die Zukunft. Ah ja, wir haben auf der Erde ja recht viel Manipulation gehabt. Und es war eigentlich ein Gegeneinander. Ich bin besser als du, ich verdiene mehr als du, ich habe eine bessere Ausbildung als du, ich habe ein teureres Handy als du. So haben wir getickt früher, ne? Genau. Das ist immer um das Materielle gegangen. Ja, oder Macht, Okay, ja. Kompetenz. Ja, okay. Fragen wir mal die Seele, ob diese Konkurrenz zu verschiedenen Bereichen, finanziell, Aussehen, Status, ob Konkurrenz in Zukunft noch ein Thema sein wird.
Bei mir ist die Antwort, dass es ganz langsam immer mehr und mehr und mehr zugeht. So, es ist wie so ein Boy, der dem gerade jetzt die Luft auserzogen wird. Ja, aber dieses Nein fühle ich sehr langsam. Und du Langsam, ja, das hast. ist wirklich so von so. Ja, interessant, dass unsere Seele da ähnlich antwortet. So, und jetzt die Gegenfrage. Ich frage ganz gerne Gegenfragen, weil dann habe ich sozusagen einen Beweis dafür, dass Ja, die klar. Antwort richtig war. Die Gegenfrage wäre, ich formuliere es mal so, werden wir jetzt wirklich eine Menschheitsfamilie, wo wir miteinander und füreinander leben? Es weitet sich bei mir aus, wieder bis vierer zu meinen Händen. Bis zu den Fingerspitzen sogar. Ich Es spüre ist es aber auch, auch dass ich. schön, es war nicht sofort wupp da, sondern es hat sich ausgedehnt. Ich spüre es auch in den Unterschenkeln, bis in die Unterschenkel, bis in die Füße kribbeln. Und bei mir war es vom Herzen aus so noch trichterförmig nach oben öffnen. Und die Öffnung, die war ganz deutlich zu spüren. Dieses trichterförmige nach oben öffnen. Und wenn die Seele so langsam antwortet, also so langsam aufmacht, verhältnismäßig waren langsam auf und wäre es möglich, dass es die Antwort ist, es dauert nur eine Zeit lang, aber es wird es werden. Das Das ist auch heißt, ein dass wir ein Bild. bisschen Geduld noch haben dürfen mit uns und mit der Kommunikation der Seelen, damit sich das auch wirklich bei jedem durchsetzt, dass die Seele sie voll ausdehnen kann. Ja, genau. Es könnte sein, dass es heißt, Geduld haben oder es kann, genau dafür muss man üben, dass man lernt, was heißt denn das jetzt? Wieso geht es lang, wieso geht es diesmal langsam und wieso geht es ein anderes Mal schneller? Dafür macht es Sinn, immer wieder zu fragen und die eigene Seele kennenzulernen. Cool. Also, das war meines Erachtens extrem wichtig, das, was wir jetzt gemacht haben, weil damit kriegst du ein Werkzeug mit, wo du jederzeit rund um die Uhr mit deiner Seele kommunizieren kannst. Und du nicht mehr von irgendwem abhängig bist, sondern du kannst dich selber eigentlich fühlen. Und da geht es ja ums Fühlen. Da geht es nicht ums Denken, was passiert jetzt, sondern da geht es ums Fühlen, was zeigt sich. Ja? Und auch echt genial. Ich arbeite ja normalerweise arbeite mit einem Tensor. Der ist nicht schlecht, damit kann ich super schnell Antworten kriegen. Es geht viel schneller mit dem Tensor als mit der Seele. Aber mit dem Tensor ist es eine Konzentrationssache, wenn ich schon die nächste Frage denke, kriege ich auch falsche Antworten. Tensor ist ganz gut, aber den muss ich immer mithaben. Und Seele habe ich immer dabei. Der einzige Nachteil ist, dass ich mich aufs Herz konzentrieren muss und mir 5 Sekunden Zeit nehmen muss. Denn so, da greife ich dann nach und pendel aus und fertig. Und bei der Seele brauche ich 5 Sekunden, vielleicht 10 Sekunden, wenn ich eine Frage stelle und dann eine Gegenfrage stelle. Es dauert eine Spur länger. Aber was sind 10 Sekunden, wenn man eine Frage wichtig Genau. ist oder Ich habe Antwort? ja mein Anhänger mit, ich teste das auch mit dem oft aus. Meistens höre ich nur mehr auf die Seele und ich spüre es dann eh. Aber wenn irgendwo mal denkt, ah, das schaue ich mir jetzt so an, und dann nehme ich den Anhänger noch und der bestätigt mir im Endeffekt dann das, was Sache ist. Und die Antworten der Seele sind natürlich differenzierter, als wenn man auspendelt. Ja, klar. Weil da kommt nun mal ganz. Weil bei mir kommt ja wirklich schon ein Feeling mit oder da kommen ja andere Sachen schon mit, die dann auch schon klar da sind. Ja? Ja. Was nur mit dem Pendeln, da stößt halt die Frage, ja oder nein, aber da kommt sonst relativ wenig mit, im Gegensatz zu dem, wo ich im Fühlen bin. Genau, da kommt dann ein ganzes Informationspaket oft mit. Genau. Und zusätzlich ist es ja noch, dass ich eine ständige Kommunikation mit der Seele habe und die Seele dadurch auch zwischendurch mit mir redet
und es der Seele immer besser geht, also es hat wesentlich mehr Wert, mit der Seele zu reden, als sich was aufzubilden. Ja. Langfristig. Ja, auf jeden Fall. Ja, liebe Ina, es ist echt großartig und ich bedanke mich dafür, dass du wirklich da die Zeit nimmst und dein Wissen da mit uns da so teilst und dass wir das also das so kundtun und an die Menschen bringen dürfen. Und ja, ich freue mich wirklich schon, wenn es dann auch wieder so wirkliche Seminare gibt, wo man das auch live in einer Gruppe mit anderen nochmal so erarbeiten und und erleben kann, weil das hat mir Bär gegeben. Ich habe viele Seminare gemacht, aber das, was ich da einige Male mit dir erlebt habe, das war so einzigartig, weil das einfach ein komplett anderer Zugang ist. Und wirklich danke dafür und ich freue mich wirklich schon, wenn es dann auch in die andere Richtung wieder, wenn wir weiter tun können. Und jetzt werden wir natürlich weitere Sachen uns aus anderen Dimensionen, aus der höheren Dimension anschauen. Was sich jetzt gerade so zeigt, das ist ja eine faszinierende Zeit und ich glaube, dass wir da demnächst wieder was. Ja, und wer nicht auf einen Workshop warten möchte, der könnte sich seine Bücher lesen und ich empfehle, fangt nicht mit Band 1 an, sondern fangt gleich mit Band 5 an. Hochaktuell das, was jetzt läuft. Evolution des Bewusstseins, da geht es jetzt um die neuen Seelen. Es ist von Anfang an schlüssig erklärt. Das heißt, ich beschreibe wieder, was die Seele denn ist und wie sie tickt. Und es macht Sinn, gleich mit Band 5 einzusteigen und nicht sich von 1 bis 5 durchlesen. Genau. Wer das will, darf es natürlich da. Aber ich kann es bestätigen, also der Band 5, da ist wirklich, ich habe eh schon gesagt, glaube ich, bei uns in den ersten Gesprächen, der ist wirklich so, wie wenn du das letztes Jahr schon gewusst hättest, was heuer los ist, weil so genau trifft das. Speziell gleich, wenn man am Anfang einsteigt, das ist echt genial. Ich habe ja nicht in den Kopf geschrieben. Ja, ja, klar. Da hat ja meine Seele mitgeschrieben und die hat mir die Informationen zukommen lassen, was ich schreiben soll. Genau, das ist für mich die Bestätigung, dass das genau der Weg ist der Zukunft und nicht alles mit dem Kopf verstehen zu müssen, sondern einfach zu fühlen, um was es geht und die Seele mit dabei sein zu lassen und dann entstehen Dinge, die wir uns vom Kopf her nicht erklären können. Die meisten Leute werden kein Buch schreiben wollen, sondern die werden ihr Leben führen wollen und auch die können sich dann inspirieren lassen und leiten lassen von ihrer Seele. Und mit der Kommunikation, wenn ich ständig in Kommunikation bin mit meiner Seele, das kann ich dann neben dem Ski abwaschen tun. Am Anfang muss ich mich noch hinsetzen und konzentrieren und atmen und später kann ich das. Du machst es ja. Es geht ja jederzeit. Mit ein bisschen Übung. Ja, ja, genau. Ja, liebe Ina, wirklich wieder wow, vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Du bist ja die nächsten Tage unterwegs. Vielleicht laufen wir uns ja irgendwo über den Weg. Das könnte sein, ja. Okay, liebe Ina, schönen Abend noch und alles Liebe und auch euch da draußen alles Liebe und fest üben und ihr werdet sehen, es macht einen Unterschied. Es zahlt sich aus, ja. Okay, ciao, baba.